Eronia. Hey Leute, willkommen zum neuen Video. Vor kurzem habe ich ja ein Video hochgeladen und zwar, da habe ich ja deutschen Schlager bewertet. Um genau zu sein, Beatrice von Storch. Ne, Moment mal, das war die AfD-Tante. Beatrice Egli. Ihr Lied hieß Atemlos. Nee, durch den Monsun. Ich habe vergessen, wie das hieß. Ist ja egal. Auf jeden Fall, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, könnt ihr euch das ja gerne angucken. Ist immer noch auf meinem Kanal kostenlos verfügbar. So, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also, Deutschland hat ja den deutschen Schlager. Amerika hat ja seine Country-Musik. Und da habe ich mich gefragt, ob die Japaner auch so eine Richtung von Volksmusik haben. Also sowas wie Schlager. Und auf meiner Suche bin ich wirklich fündig geworden. Ich habe einen Sänger gefunden, der mindestens genauso gut ist wie der Michael Wendler. Nur der Videoclip ist besser, der Gesang ist besser und bei ihm tanzen natürlich auch Frauen im Hintergrund. Aber ich will ja nicht zu viel verraten, schaut euch das einfach mal an. Nicht nur, dass die tolle Musik machen und tollen Schlager auf Japanisch. Nein, die Japaner, die können auch deutsche Musik viel besser als die Deutsche machen. Hier der Beweis. Sorry, aber die Musik, die reißt mich einfach mit. So Leute, weil es langsam wieder spät ist, halb elf, Vitali, muss ich langsam zum Schluss kommen. Aber ich habe für euch noch eine Überraschung. Und zwar habe ich einen super tollen Zaubertrick gesehen. Das Video habe ich von Harry. Danke, Harry. Super toller Zaubertrick mit Auflösung, wie er geht. Viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, das Video zu teilen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch Geld überweisen. Bis dann. Tschüss hier mit Küsschen. Herz für Liebe. Ja. The motherfucking double G.